Hubert und Staller, Schwein gehabt. Ein Imbisswagen mit einer Tafel Meyers Biowurst. Entschuldigung, wir darf nur zwei so Würstel nehmen. Nein, für mich nicht mehr. Stornhuhr, eine. Was ist denn los mit dir? Ich weiß nicht. Ist halt Föhn oder was? Zwei Männer rangeln. Ich hab froh, dass du weiterkommst. Nein, ich spielst über meinen Erfolg mit den Bio-Würstler. Ein Gaunerbüst, worauf sollt ihr über Weide kriegen? Hey, Burschen, was ist denn los mit euch? Alles in Ordnung. Nur kleine Meinungsverschiedenheit. Ein Bärtiger. Passt schon. Ein Korpulenter. Staller fällt rücklings ins Gras. Hansi? Hubert kniet sich neben ihn. Hansi, was ist denn los? Mit den Fingerspitzen tippt er auf Stallers linker Brust herum. Der Bärtige? Der ist tot. Jetzt halten Sie das Maul und holen einen Sanker. Hubert schlägt Hansi! Auf Stallers Wange. Hans? Und beginnt eine Herzdruckmassage. Hinter einem Rettungswagen. Wo ist eigentlich mein Mützen? Keine Ahnung, das ist doch jetzt wurscht, Hans. Ein Notarzt. 150 zu 90, das ist leicht erhöht. Staller liegt auf einer Rolltrage. Ihre Blutprobe ist auf dem Weg ins Labor. Dann werden wir wissen, was Ihnen fehlt. Ich glaube nicht, dass was Schlimmes ist. Na, Hans, bleib liegen, sonst haut's dir wieder zu. Ja, hat er recht. Wie schaut's aus? Hast du denn Hunger? Irgendwie habe ich Appetit. Was magst du denn? Eher was Festes oder Obst? Wurstzimi. Der war Wurstzimi. Eher nicht. Schwarzwälder Kirsch. Im Revier schaut Girwitz ein Video von Jan Kurzmann, einem Ernährungsberater. Du bist, was du isst. Geht man nach dem Body Mass Index, dem BMI, so wiegt jeder zweite Bundesbürger zu viel. Gefährlich wird es, wenn der BMI. Mit einem Schokocroissant kommt Riedel ins Büro. Guten Morgen, Herr Polizeirat. Sag mal, können Sie nicht anklopfen? Entschuldigung, ich wollte Ihnen nur sagen, dass es dem Kollegen Staller wieder besser geht. Ja gut, bin ich ja beruhigt, nicht? Ja. Riedel zeigt auf den Bildschirm. Das Problem kenne ich. Da, haben Sie schon mal was von Privatsphäre gehört? Hä? Entschuldigung. Ja. Wenn nichts mehr ist, können Sie gehen. Hm? Jawohl. Riedel nimmt das Croissant wieder mit und geht. Missmutig drückt Girwitz auf die Tastatur. Studien zeigen, dass das Fett, das sich rund um die Leibesmitte und damit auch um die Bauchhöhle sammelt, sehr gefährlich ist. Auf einem Klinikgang. Der Doktor kommt gleich. Oh, cool. Die blonde Schwester geht an den Polizisten vorbei, die an der Seite auf Stühlen sitzen. Der Notarzt kommt um eine Ecke. Ach, Herr Staller. Wegen der Schwarzwälder Kirschtorte. Ja? Ja, also, das würde ich in Zukunft lieber sein lassen. Wieso? Ihre Cholesterinwerte sind schwindelerregend hoch. Ja, und? Naja, also Ihr LDL-Wert liegt bei 190. Hubert. Ja, das bedeutet, Sie haben ein erhöhtes Risiko für Arterienverkalkung. Verkalkung? Hubert wedelt mit der Hand vor der Stirn. Ja, das kann zu Schlaganfall, das kann zu Herzinfarkt führen. Meiden Sie in Zukunft alles Fette und Ungesunde. Hm? Was? Ich esse überhaupt nichts Ungesundes. Ja, am besten Sie wenden sich umgehend an einen Ernährungsberater. Der hilft Ihnen dann weiter, ja? Der Arzt? Alles Gute. Reicht Staller einen Flyer und geht. Hubert sitzt am Steuer des Streifenwagens. Immer pflichtbewusst. Ja, mein ganzes Leben habe ich dem Polizeidienst geopfert. Und jetzt das. Okay, Hansi, dein Cholesterin ist ein bisschen zu hoch. Du hast doch gehört, was der Arzt gesagt hat. Wenn ich nicht aufpasse, dann war's das. Am Fuß einer Anhöhe hält Hubert den Wagen an und steigt aus. Auch Staller öffnet seine Tür. Was ist los? Was ist denn da oben, Frank? Ein Mann in Lederjacke torkelt herunter. Hallo! Er ist mit Blut besudelt. Der Mann sackt zu Boden. Hubert, gefolgt von seinem Kollegen, rennt über die Wiese zu ihm. Uiuiui, der schaut für nimmer gut aus. Der Mann blinzelt. Fühl mal einen Puls. Was, wieso ich? Hallo? Können Sie mich hören? Kurz hebt der Mann den Kopf. Wie heißen Sie? Felix Schmiedl. Staller beugt sich zu ihm runter. Upsler. Was? 2 Promille Minimum. Prost. Mit geschlossenen Augen liegt Felix in einem Patientenbett. Davor steht der Arzt und blättert in Papieren. Die Schwester nickt dem Arzt zu, öffnet die Tür und lässt die Polizisten eintreten. So sieht man sich wieder. Hm? Ja, mir geht's aber schon wieder besser. Was ist mit ihm? Alkoholvergiftung, 2,8 Promille. 10 bis 12 halbe, schätze ich mal. Da hat der Kollege Erfahrung. Hat er sonst irgendwelche Verletzungen? Nein, keine. Ja, dann stammt das Blut gezwungenermaßen von jemand anders.
Respekt, Hansi. Wann können wir denn mit ihm reden? Na, sobald er seinen Rausch ausgeschlafen hat. Wissen Sie was, ich melde mich bei Ihnen, wenn er aufgewacht ist, ja? Freundlich lächelnd entfernt sich der Arzt. Nach 10 halbe schlafe ich erfahrungsgemäß bis 12 Uhr Folgetag. Na gut, dann warten wir jetzt so lang. Hubert und Staller wechseln einen Blick und verlassen das Zimmer. Im Vorraum des Reviers legt Lena den Hörer auf und dreht sich zu Riedel. Ich erreiche die Eltern nicht. Du, was ist, wenn der Junge seinen Eltern was angetan hat? Ich meine, sowas liest man doch ständig in der Zeitung. Aber dafür gibt's doch gar keinen Anhaltspunkt. Ja, aber das ist doch schon komisch, dass sie nicht zurückrufen. Martin, ich glaube, du guckst ein bisschen zu viel fern. Und woher kommt dann das ganze Blut? Wenn ich recht habe, dann haben wir sogar 2 Opfer. Ende der Diskussion. Gerwitz kommt aus seinem Büro. Die Riedel schauen nach, ob bei den Schmiedels alles in Ordnung ist. Und sie versuchen, die Eltern noch mal zu erreichen. Hm? Vor einem modernen Haus ein Schild. Jan Kurzmann, Ernährungsberatung. Die Polizisten sitzen Kurzmann an einer Kücheninsel gegenüber. Also Löwenzahnsalat dürfst du essen. Wieso Löwenzahn? Vor Hubert ein Papier. Tofu, Kichererbsen, Sternenfrucht oder auch Ziegenkäse. Pflanzliche Produkte enthalten viele ungesättigte Fettsäuren, senken also den Cholesterinspiegel. Fleisch sollten Sie erstmal komplett streichen. Wie soll das gehen? Ja, es ist schwer, alteingesessene Gewohnheiten zu ändern. Vor allem in Ihrem Alter. Was denn für Alter? Da klingelt der Handy. Kurzmann eilt zu einem Esstisch. Das hat eine Kundin hier vergessen. Und kommt zurück. Herr Staller, Sie müssen der Realität schon ins Auge sehen. Ihr Zusammenbruch, das war ein Warnschuss. Ja? Aber Sie können das Ruder noch umreißen. Wenn ich das nicht schaffe. Dann müssen Sie die Konsequenzen tragen. Was wären das für Konsequenzen? Krankheit und im schlimmsten Fall verfrühter Tod. Verfrüht? Ja. Aber mit der richtigen Ernährung und viel Bewegung können Sie dem Ganzen natürlich noch entgegenwirken. Er nimmt einen Teller mit Pfannkuchen. Die sind ganz frisch. Und einer Erdbeere. Aus Amaranth. Mit viel ungesättigten Fettsäuren senkt den Cholesterinspiegel. Probieren Sie mal. Nein, danke, ich hab keinen Appetit. Jetzt probier heute mal, Hans. Du darfst es doch gar nicht essen. Ich bin auch nicht krank. Hubert isst die Erdbeere. Stallers Blick wandert über Bücher und eine Obstschale. Und das muss ich jetzt alles kochen? Ich helfe Ihnen natürlich dabei, wenn Sie wollen. Morgen um 9? Hm? Hubert zeigt auf die Pfannkuchen. Auf seinem Dienstradl nähert sich Riedel einem Bauernhaus. 2 Klematispflanzen mit blauen Blüten ranken sich beidseitig der Haustür empor. Riedel stellt das Radl hin, nimmt den Helm ab und setzt seine Dienstmütze auf. Er geht eine Eingangstreppe hinauf und bemerkt die nur angelehnte Tür. Frau Schmiede? Im Hausflur. Langsam drückt Riedel die Tür auf und blickt herein. Herr Schmiede? Der Polizist tritt ins Haus und späht in einen Raum zu seiner Linken. Er dreht sich nach rechts und erstarrt. Auf dem Boden der Küche liegt bäuchlings der Korpulente mit einer Kopfwunde. Herr Schmiede? Eine kleine Blutlache hebt sich vom weißen Fliesenboden ab. Riedel geht in die Hocke und legt seine Finger an Schmiedels Hals. Sauber. Er schlägt sich mit der Hand aufs Knie und entfernt sich. Hubert und Staller verlassen Kurzmanns Haus. Staller mit Papier und Flyer. Richtig dich heimfahren. Was, wieso? Ja, weil es dir nicht gut geht. Ja, ich verstehe schon. Was verstehst du? Ja, jetzt, wo ich nicht mehr so auf dem Damm bin, da willst du mich loswerden. Du bist echt krank. Riedel? Ins Handy. Servus. Was sagst du? Echt? Ja, also, wir sind schon so gut wie unterwegs. Der Riedel hat den Vater gefunden. Ja, was sagt der? Der sagt nichts mehr, der ist tot und der Riedel meint, der Bub hat was damit zu tun. Ja, das fällt mir jetzt gerade noch. Sie steigen in den Streifenwagen. Hubert steuert den alten Audi vor das Bauernhaus. Ein Taxi steht davor. In der Küche hockt die schlanke Fuchs in weißem Schutzoverall neben dem Toten und tupft mit einem Wattestäbchen in Schmiedels Kopfwunde herum. Neben ihr 2 Spurensicherungskoffer. Staller sitzt an einem Frühstückstisch und streicht Butter auf eine Semmel. Tote wurde von hinten erschlagen.
Tatwaffe ist vermutlich ein flacher Gegenstand. Teller vielleicht? Fuchs sieht zum Tisch. Herr Staller, das könnten Beweismittel sein. Staller erhebt sich. Das blaue Auge, das hat er in der Früh schon gehabt. Fuchs begutachtet Schmiedels Gesicht. Aha. Kennen Sie den Mann? Nein, aber der hat sich geprügelt mit Meier. Wann war das? Wann war das? 10. Ja, es kommt hin. Kurz danach muss er umgebracht worden sein. Ich schätze mal so gegen 11. Hubert beugt sich vor. Was ist denn das da? Na, das kann ich Ihnen erst nach der Obduktion sagen. Riedel kommt. Nirgendwo eine Tatwaffe. Ja, was machen wir da, Riedel? Weitersuchen? Richtig, Abmarsch. Riedel geht wieder. Lächelnd sieht Fuchs zu Hubert. Verlegen schaut er weg. Draußen. Im Flyer lesend geht Staller an einem Traktor vorbei. Er bleibt stehen und tastet seinen Bauchansatz ab. Staller entdeckt ein Fitnessfahrrad, das in einem Haufen Gerümpel steht. Er zieht seine Lederjacke aus und lässt sie zu Boden fallen. Entschlossen räumt er eine Kiste zur Seite, hängt eine Wanne vom Sattel und befreit das Rad von einem langen Schlauch. Eine angelehnte Schaufel wirft er weg, setzt sich auf den Hometrainer und versucht zu treten. Ein Pedal bricht ab. Fuchs und Hubert gehen zum Taxi. Jeder trägt einen Spurensicherungskoffer. Ah, wollen Sie Ihr Taxi ins? Ja, zweites Standbein. Fuchs stellt ihren Koffer ins Taxi. Ein Geländewagen fährt vor. Oh Gott, das ist wahrscheinlich die Frau. Wollen Sie nicht nur ein bisschen da bleiben? Oh nee, das kann ich gar nicht. Das tut mir leid. Servus. Servus. Fuchs verstaut den zweiten Koffer und setzt sich in den Fond. Zu einer Blonden. Hallo. Anfang 40. Frau Schmiedl nehme ich an. Ja, grüß Gott. Frau Schmiedl, es geht um Ihren Mann. Ist was passiert? Der ist nicht mehr da. Ja, wo ist er nie? Also, ein Indianer würde sagen, in die ewigen Jagdgründe. Schmiedls Frau dreht sich weg. Sie trägt eine hellblaue Strickjacke. Hinter einem Gebäude legt Staller seine Jacke auf der kniehohen Einfassung eines runden Gemüsebeets ab. Mit den Händen fährt er durch die Pflanzen, zieht einige Radieschen heraus und säubert sie. Ein Radieschen zwickt er ab und beißt hinein. Wäre ich halt vorher los bin, dann war noch alles in Ordnung. Wo waren Sie? Bei der Autoinspektion. Ich hab da mein Handy vergessen gehabt. Schmiedls Frau sitzt neben Hubert auf einem Trog. Wo ist die? In München. Autohaus Müller. Sagen Sie mal, wie sagt man denn sowas seinem Kind? Das brauchen Sie jetzt eigentlich momentan nicht sagen, weil der Sohn liegt im Krankenhaus. Nichts Schlimmes. Er hat einfach nur ein bisschen viel Alkohol erwischt. Aha. Hat er vielleicht Probleme gehabt mit dem Vater? Na, warum denn? Ja. Er hat ein bisschen Blut am Hemd gehabt und es kann sein, dass da ein Zusammenhang besteht mit dem Tod vom Vater. Sie wollen doch jetzt nicht sagen, dass der Felix seinen Vater umgebracht hat. Sie steht auf. Da muss ich hin. Na, bleib sitzen. Hubert zieht sie zurück. Wahrscheinlich ist er sowieso nicht ansprechbar in seinem Rausch. Sein Zimmer könnten Sie mir vielleicht zeigen. Schmiedls Frau zieht die Schultern hoch. Ja. Abwartend verschränkt Hubert die Arme und sieht sie von der Seite an. Staller klemmt sich seine prall gefüllte Jacke unter den Arm. Kurz schaut er zum Beet und entfernt sich. Zielstrebig geht er auf den Streifenwagen zu und öffnet die Fondtür. Sein Blick fällt aufs Dienstradl. Staller drückt die Tür wieder zu. Neben dem Radl schlägt er die Jacke auf und stopft etliche Radieschen in eine Gepäcktasche. Riedel nähert sich. Hinter ihm steht ein Tor offen. Ey, was machst denn du da? Ich hab's gleich. Das ist mein Radl. Ja, ich weiß. Spinnst du jetzt? Staller kickt den Ständer hoch. Bei mir steht Spitz auf Knopf. Das kannst du sowas von vergessen? Staller sitzt auf dem Radl. Ich muss einmal an mich denken. Was? In Zeitlupe fährt er auf Riedel zu. Der versperrt ihm mit ausgestreckten Armen den Weg. Im letzten Moment springt Riedel zur Seite und sieht Staller wütend nach. Hubert und Schmiedels Frau betreten ein Jugendzimmer. Der Polizist geht zu einem Regal und sieht sich um.
Schlachten zerlegen, Wursten. Wie bitte? Er hebt ein Buch hoch. Ist das ein Hobby von Ihrem Sohn? Na, das ist Fachwissen. So eine ungewöhnliche Lektüre für einen 18-Jährigen, ne? Das muss man wissen an am Hof. Er nimmt eine Steinschleuder. Das blaue Auge von Ihrem Mann, wo hat er das hergehabt? Da hat sie mit Meier prügelt. Es ist um 10.000 Euro gegangen. Die hat der Meier meinem Mo geschuldet. Aha. Und wofür war das? Weiß ich nicht. Um die Finanzen hat sich mein Mo gekümmert. Mhm. War Ihr Sohn eigentlich bei dem Streit dabei? Na, wir sind erst dazugekommen. Aber der Felix, der war richtig wütend. Der wollte direkt auf den Meier losgehen. Wissen Sie, der Felix und der Sepp, die waren ein Team. Nie, nie wäre da was dazwischen gekommen. Draußen lehnt Riedel resigniert an der Audi-Motorhaube. Hubert und Schmiedels Frau kommen aus dem Haus. Was machst denn du noch da? Der Hansi hat mein Radl geklaut. Warum? Keine Ahnung. Hinter dem Tor einige Schweine. Was machen denn die Viecher da draußen? Hat jemand das Tor offen lassen? Riedel, hast du das Tor offen lassen? Ich? Na. Ich kriege nie wieder nein. Da hilft der Kollege. Schmiedels Frau eilt zu den Tieren. Ja, und wie komme ich denn wieder zurück? Ich gebe das Auto, ihr geht ans Fuß. Super, danke. Na, es war ein Witz. Hubert steigt in den Streifenwagen. Ohne Riegel zu beachten, fährt er vom Hof. Schmiedels Frau scheucht die Schweine einen Fahrweg hinab. Anniba, mach uns das Tor zu! Genervt geht Riegel zum Tor. Die Schweine rennen kreuz und quer. Drüben. Riegel schließt das Tor und wendet sich ab. Langsam geht das Tor wieder auf. Auf einer schmalen Straße holt Hubert Staller ein und lehnt sich zum Beifahrerfenster. Wieso haust du einfach ab? Hast du gehört? Ich soll mich bewegen. Du, der Riedel ist stinksauer. Wieso? Ja, weil du mit seinem Radl fährst. Langsam fährt Hubert neben Staller her. Ein bisschen frische Luft wird dir auch nicht schaden. Entschuldige, aber das Fenster offen. Und wenn wir beide Radl fahren? Na, Hansi, das ist keine gute Idee. Du, die Schmiedl hat mir erzählt, dass ihr Mann sich mit dem Meier geprügelt hat. Ja, da solltest du vielleicht einmal nachhaken. Wieso ich? Staller bremst und fährt die Straße zurück. Sein Kollege stoppt den Wagen, steigt aus und sieht ihm nach. Die Kirche von Holzhausen liegt eingebettet zwischen hohen Bäumen. In der Nähe des Imbissstandes lehnt Hubert am Streifenwagen. Er holt aus der Jackeninnentasche sein Handy hervor, tippt darauf und hebt es ans Ohr. Vor der Bäckerei Rattlinger sitzt Staller an einem Tisch. Darauf steht ein Glas Tee. Barbara bringt einen Teller und Besteck und setzt sich zu ihm. Barbara, wenn dir der Arzt gleich in der Früh so eine Diagnose um die Ohren hat. Staller nimmt kurz sein Handy. Ich fühle mich total ausgelaugt. Vielleicht isst er erst einmal ein bisschen was. Ich hab gar keinen Appetit. Vielleicht bring doch lieber gleich einen Schnaps. He? Ich muss doch fahren. Hansi, du bist mit dem Radl da. Ja. Ich hab mein ganzes Leben alles falsch gemacht. Immer nur Dienst, Dienst, Dienst. Ja, jetzt bin ich krank. Hansi, du musst einmal das Positive an deinem Beruf sehen. Schau, du hast sehr viel mit Menschen zu tun in deinem Beruf. Gut, einige davon sind tot. Aber du bist sehr viel an der frischen Luft. Das ist doch auch schön. Beseelt schaut Staller nach vorn. Einfach bloß Radl fahren. Weißt du, wie gut das tut? Siehst du, das geht's dir doch schon besser. Du hast ja auch uns. Schau mich, den Hupsi. Ja, das ist auch nicht immer so einfach. Ja, vielleicht brauchst du einfach mal bloß eine kleine Auszeit. Ich wollte gar nicht rumjammern. Ich geh's jetzt an. So gefällt's mir schon besser. Doch ein Schnapsel, hä? Kleinen Eiliger. Er strahlt. Ich hol. Barbara entfernt sich. Am Imbissstand. Eine Brünette kommt zu Meier hinter die Theke. Meier zu Hubert. Wir wollen dem Schmiedl keine Träne noch. Ja, das verlangt kein Mensch. War das ein Geständnis? Verdächtigen Sie jetzt mich? Naja, Sie haben sich mit dem Schmiedl geprügelt. Das war doch harmlos. Na, harmlos hat sein Gesicht nicht ausgeschaut. Sie haben einen Haufen Schönbett im Kopf. 10.000 Euro habe ich gehört. Meier und die Brünette sehen sich an. Ich hab dem Schmiedl einen Grund abgekauft, er hat mich beschissen und da sind mir halt die Nerven durchgegangen. Wo waren Sie denn heute in der Früh um 11? Was soll denn jetzt die ganze Fragerei? Mein Gott, ich frag halt gern. Ich war die ganze Zeit da. Mit meiner Frau. Stimmt es? Die Brünette? Ja, freilich.
Sie sollten sich lieber mal diesen Ernährungsberater vornehmen. Warum? Ja, der steigt doch die ganze Zeit der Maria Schmiedl nach. Ganz narrisch ist der auf die. Da haben sie alle schon das Maul drüber zerrissen. Auf dem Radl nähert sich Staller in einer Allee. Die Bäume werfen Schatten auf den hellen Asphalt. Staller lässt sich rollen und tritt vor einem Anstieg wieder in die Pedale. Hubert stoppt den Streifenwagen vor Kurzmanns Haus. Er steigt aus, umrundet das Auto und lehnt sich ans Heck. Lustlos wirft er seine Dienstjacke auf den Kofferraum. Staller biegt um eine Ecke. Wo kommst du jetzt her? Eine kleine Auszeit. Das wird dir auch gut tun. Mein Gott, das langt, wenn du das machst. Er stellt das Radl ab, nimmt Mütze und Jacke vom Gepäckträger und eilt Hubert zum Eingang nach. Mit der Vernehmung jetzt, das ist mir voll gar nicht wohl. Wieso? Ja, das ist mein Ernährungscoach. Ja und? Ja, ich mach jetzt das passiv. Was heißt das? Ja, du machst die Vernehmung und ich sag gar nichts. Hastig setzt Staller seine Mütze auf und zieht die Jacke an. Kurzmann öffnet und streift sich dabei ein Jackett über. Ah, guten Tag, die Herren. Haben Sie was vergessen? Nein, wir sind dienstlich da. Ist gerade etwas schlecht. Es macht nichts. Hubert schiebt sich an Kurzmann vorbei ins Haus. Mit einem verlegenen Lächeln folgt Staller. Wie stehen Sie eigentlich zu Frau Schmiedl? Die hat einen Kochkurs bei mir genommen. Ah, einen Kochkurs, sonst nichts? Nein, natürlich nicht. Was soll eigentlich die ganze Fragerei? Über einem Stuhl hängt die Jacken. Die hellblaue Strickjacke. Keine Ahnung, hat die jemand vergessen? Hubert marschiert zu einer Treppe. Kurzmann eilt ihm nach. Frau Schmiedl? Gemächlich folgt Staller. Hey! Hubert betritt das Schlafzimmer. Das dürfen Sie nicht. Auf dem Bett sitzt Schmiedls Frau. Ich wollte doch nur mein Handy holen. Sie knöpft ihre Bluse zu. Es ist nicht so, wie Sie denken. Es ist genau, wie ich denke. Ihr beiden habt eine Affäre und Sie haben ein Motiv. Ich hab doch meinen Mann nicht umgebracht. Und der Jan erst recht nicht. Kurzmann setzt sich neben Sie. Wie gesagt, wir haben uns auf einem meiner Kochkurse kennengelernt. Ja, ich wollte meine Ernährung umstellen und der Jan hat mir dabei geholfen. Und dann... Dann haben wir uns ineinander verliebt. Oh, das ist ja rührend. Weiß Ihr Mann davon? Ja, ich wollte ja die Scheidung. Aber er halt nicht. Wegen dem Gerede, wissen's? Und dann hat er mir gedroht, den Felix gegen mich aufzusetzen. Moment einmal, der ist 18. Und? Wie ist das bei Ihnen? Wollten Sie vielleicht die Scheidung beschleunigen? Ich kann warten. Wo waren Sie heute in der Früh, nachdem wir weg sind? Ich hatte ein Beratungsgespräch mit einem Ehepaar mit leichten Gewichtsproblemen. Willst du die Telefonnummer vielleicht da aufschreiben? Ja. Passiv ausgemacht, Hans. Was? Nix. Staller reicht Kurzmann ein Notizbuch und schlendert mit unbeteiligter Miene durchs Zimmer. Mitten durch eine Pfütze trottet Riedel auf den Parkplatz des Reviers. Kurz zieht er an sich herunter und schleppt sich zum Eingang. Erschöpft lässt er den Kopf hängen. Am Rand einer Landstraße drückt Staller in den schlaffen Vorderreifen des Dienstradels. Hinter ihm steigt Hubert aus dem Streifenwagen. Schaff dir einfach mal ein E-Bike, Hans. Ich soll mich anstrengen. Ja, das machst du ja, aber ohne Schlaganfall. Hubert nimmt sein Handy ans Ohr. Hallo? Ah, Frau Fuchs, was gibt's? Staller stellt das Radl auf Sattel und Lenker. Danke. Also das Blut an der Kleidung vom Felix stammt nicht von seinem Vater. Sondern? Von einem Schwein. Gott sei Dank. Hubert trägt das Radl zum Kofferraum. Nochmal auf. Im Fuhrraum wirft Riedel Jacke und Mütze auf Lenas Schreibtisch. Wieso bist denn du so fertig? Der Hansi hat mein Radl geklaut. Ich musste den ganzen Weg vom Schmiedelhof hierher laufen. Und was wollte der mit deinem Fahrrad? Keine Ahnung. Und die Tatwaffe? Die ist weg. Und die Sau auch. Was denn für eine Sau? Meier kommt mit einem Messer. Ich will sofort an den Verantwortlichen sprechen. Was ist denn passiert? Dort, das habe ich neben der Rosi gefunden. Was ist denn hier los? Meine Rosi ist umgebracht worden. Vom Felix. Felix Schmiedl. Mein Beileid. Die Rosi, die war meine beste Zuchtsau. Meine Frau hat es gerade im Stall gefunden. Tot! Ermordet! Ich will, dass der Felix zur Rechenschaft gezogen wird! Sobald der Junge vernehmungsfähig ist, nicht, werden wir dem nachgehen. Das will ich schwer hoffen. Ganz ruhig. Die Schmiedl, sie müssen für den Schaden aufkommen. Beruhigen Sie sich. Ja, ich will mich aber nicht beruhigen. Wollen Sie sich setzen? Ich will mich nicht setzen! So, Hansi. Die Schmiedl und der Kurzmann.
im Streifenwagen. Vielleicht haben die miteinander den dicken Blatt gemacht. Ja, in der Ehe darfst du ja nicht so gehen lassen. Ja. Da hast du ja große Erfahrung, Hans. Hubert sitzt am Steuer. Der Yassin kann doch das Radl reparieren. Ja, wenn wir mal irgendwann ein bisschen Luft haben, ne? Ich muss Sport machen, mich bewegen, und zwar täglich. Ich hab's verstanden, Hans. Der Wagen holpert über eine Bodenwelle. Jetzt meine ich, haben wir das Radl verloren. Mit offenem Kofferraumdeckel setzt Hubert zurück und bremst vor dem Radl. Dessen Vorderreifen ist verbogen. Staller steigt aus. Ein Blick von einer Anhöhe auf die Alpen. Das Dorf Attenkamm im Sonnenschein. Neben einem gelb blühenden Rapsfeld joggt Staller auf einem Schotterweg. Hubert fährt langsam neben ihm her. Wie viel habe ich schon? 3:10. Zu seiner Diensthose trägt Staller eine Kapuzenjacke. Bei 12 fängt die Fettverbrennung an. Ja, wenn's das noch erlebst, Hans. Du weißt schon, dass wir noch zu dem Kurzmann müssen, gell? Das ist der Hauptverdächtige. Nichts bewiesen. Unschuldsvermutung. Aha. Upsi, der Mann ist mein Lebensretter. Ah, Hansi, jetzt übertreibst du aber. Jetzt geht's einmal nur um mich. Das kennst du vielleicht nicht von mir. Doch, doch, das kenne ich. Aber wenn du dann beim Kurzmann bist, dann kannst du ihn gleich verhören, gell? Gut. Okay. 4:40. Das Radl fällt wieder aus dem Kofferraum. Ey! Unschlüssig verharrt Staller. Hupsi! Und rennt dem Streifenwagen nach. Todeszeitpunkt war gestern um 11, wie schon vermutet. Fuchs. Der Tote wurde mit einer Pfanne erschlagen. Ich habe Teflonreste und Amaranth in seiner Wunde gefunden. Ah, Amaranth? Das ist so ein spezielles Korn. Ja, ja, das senkt den Cholesterinspiegel. Ja, in diesem Fall auf null. In Kurzmanns Küche. Cholesterin versteckt sich nur in tierischen Produkten. Da bleibt ja fast nichts mehr übrig zu essen. Ach, von wegen. Ich zeige Ihnen, wie Sie sich heute ein cholesterinarmes, leckeres Frühstück selbst machen. Staller und der Ernährungscoach tragen Schürzen. Mit der Frau Schmiedl haben's da auch Frühstück gemacht. Ja. Wie oft? Kurzmann stellt einen Wasserkocher weg. Unterschiedlich. Ja, was heißt das? So zweimal die Woche. Haferkleie enthalten den hafereigenen Ballaststoff Beta-Glucan. Und der senkt nachweislich den Cholesterinspiegel im Blut. Staller schneidet Äpfel. Und den Herrn Schmiedl haben Sie den auch kennengelernt? Nein. Kurzmann wendet sich ab. Also wenn Sie 6 Wochen lang jeden Tag einen Apfel essen, ja, dann verringern Sie Ihren schlechten LDL-Wert um bis zu 30%. Ist ja fast ein Drittel. Genau. Er nimmt eine Pfanne und schüttet Cashewkerne hinein. Und wenn Sie die hier ganz langsam, ohne Fett anrösten, dann entfaltet das perfekt das Aroma. Eifersüchtig warst du nicht, oder? Auf wen? Auf den Herrn Schmiedl. Kurzmann stellt die Pfanne auf den Herd. Nein, der hat sich ja gar nicht mehr für die Maria interessiert. Ist mir übrigens unbegreiflich. Lächelnd hält er die Pfanne Staller hin. Riechen Sie schon was? Sehr nussig. Also bereits 67 Gramm Nüsse täglich reichen aus, um den Gesamtcholesterinwert um 5,1% zu senken. Au! Ist was? Knitten. Staller steckt sich den Zeigefinger in den Mund. Auf der Allee nähert sich der Streifenwagen. Bei Kurzmann sitzt Staller am Esstisch. Vor ihm eine Schale mit kleingeschnittenem Obst und ein Glas Wasser. Mit einem Küchenspachtel. So. Ein paar Nüsse. Verteilt der Ernährungsberater einige Cashewkerne über das Obst und stellt die Pfanne auf den Tisch. Lächelnd sieht er zu Staller. Und? War sehr gut. Sag ich ja. Na, die Nüsse geben wahrscheinlich den letzten Pfiff. Denken Sie mal daran, du bist, was du isst. Er zeigt zu einem Schaubild im Raum. Hubert steht vor der Tür. Einen Moment bitte. Der Hausherr öffnet. Hubert geht an ihm vorbei. Servus, Hupsi, ich hab's gleich. Oh, Nüsse. Die haben doch in der Müsli nichts verloren. Ja, er hat die da drauf. Das ist eine Teflonpfanne. Ja. Haben Sie noch mehr davon? Ja, ich hab nur Teflonpfanne. Die müssen wir alle beschlagnahmen. Wieso?
Weil das geht sich nichts an. Hans, hilf mal. Ich bleib lieber passiv. Hubert wirft seine Jacke auf die Kücheninsel und kippt die Nüsse in einen Mülleimer. Wo sind denn die Pfannen? Die sind da. Na, tu's aus. Genüsslich setzt Staller sein Frühstück fort. Im Streifenwagen. Hat der Kurzmann irgendwas gesagt? Der hat eigentlich hauptsächlich übers Essen geredet. Ja. Staller beißt in eine Karotte. Du bist, was du isst. Mhm. Und was bist du? Fast schon ein neuer Mensch, ich hab wieder richtige Energie. Also, mit weniger Energie warst mir lieber, Hans. Staller hält eine Plastikbox mit Rohkost. Tut mir leid, ich hab die gestern ein bisschen hängen lassen. Ist wurscht. Nein, das ist nicht okay. Aber nach so einer Diagnose, da braucht man einfach ein bisschen Zeit für sich. Du, ich war eigentlich ganz entspannt, ne? Stopp! In einer saftig grünen Wiese sitzt ein Ferkel. Hubert setzt zurück und hält auf Höhe des Tieres an. Die Polizisten steigen aus und bleiben etwas entfernt stehen. Ja, was tust du denn da? Das ist die Sau von der Schmiedl. Gehst du hier da? Ja, gehst du hier? Was? Fuß! Fuß! Schau, ich hab was zum Fressen für dich. Aus der Box holt Staller Selleriestreifen und nähert sich damit dem Schwein. Ich glaub, das hat Angst vor dir, Hans. Jetzt warte mal ab. Das Ferkel bleibt abgewandt stehen. Ja, wir haben ein Würstel im Auto. Hubert nimmt sein Handy, tippt darauf und hebt es ans Ohr. Ganz was Feines. Frau Schmiedl? Ja, ich glaube, wir haben ihre Sau. Okay, danke. Der nimmt das nicht. Was machen wir jetzt, Hans? Ich glaube, du musst mit aufs Revier. Spinnst du, wie soll denn das gehen? Staller schließt die Box und stellt sie ins Gras. Er greift unter den Bauch des Ferkels und hebt es hoch. Das Bild wird schwarz. Der Kofferraumdeckel öffnet sich, das Ferkel schaut heraus, vor dem Revier. Wenn ich mir vorstelle, dass so eine Kreatur Gottes einfach auf dem Grill landet. Na ja, der Mensch ist ein Fleischfresser. Wahnsinn, das ist gar nicht von mir, das ist Evolution. Ja, das ist schon lange widerlegt. Obst, Gemüse tut's genauso. Die Polizisten betrachten das Schwein. Süß. Kannst du das essen? Nein. Also, außer wenn ich Hunger hätte. Für mich bist du nicht bloß ein Schnitzel. Nein, das ist ein Meerschnitzel. Hinter ihnen tritt Riedel aus dem Eingang. Hey, wo ist mein Radl? Ach so, das hat nicht ins Auto gepasst mit dem Schwein zusammen. Ne? Ja, und wo steht das jetzt? An der Straße. Ja, aber das wird doch da geklaut. Riedl, wer soll das klauen? Ja, der sieht höchstens. Also du bleibst jetzt mal da, weil die Frau Schmiedl holt jetzt die Sau ab. Wieso ich? Ja, einer muss beim Schwein bleiben, ne? Wegen dem Tierschutz. Ne? Hubert wendet sich ab. Rasch folgt ihm Staller. Im Vorraum. Herr Hubert? Frau Winter, was kann ich für Sie tun? Maria Schmiedls Alibi ist bestätigt. Oh, schade. Dann ist die raus. Und was ist, wenn die den Kurzmann angestiftet hat? Ja, dann müsstest du das Alibi vom Kurzmann überprüfen. Der hat doch das übergewichtige Ehepaar beraten. Staller reicht Lena einen Zettel. Die blickt darauf. Das ist ein Alibi? Ja. Die Nummer kenne ich. Was? Die Ermittler sitzen vor Girwitz' Schreibtisch. Ja, meine Frau hab ich zum Ernährungsberater geschleppt. Nicht? Sie will abnehmen und ich soll auch. Sie sind ja gefährdet. Gefährdet wieso? Hubert ist eine Breze. Wegen dem Übergewicht. Ich hab doch kein Übergewicht. Herr Kiewitz, ich hab das auch alles nicht wahrhaben wollen, bis dann der Breakdown kommt. Mir geht's blendend. Ja, noch. Aber wenn's so weitermachen, dann fallen's genauso zusammen wie der Hans. Also jetzt reicht's. Hey? Kümmern Sie sich um Ihre eigene Gesundheit. Wir wollen ja bloß helfen. Helfen? Ich brauch Ihre Hilfe nicht. Ich war bis 10:45 beim Kurzmann. Ach so. Dann hat er eine Viertelstunde Zeit gehabt, zu dem Hof, in den ich mittels hinzufahren. Das könnte ein bisschen knapp werden. Lass mal austesten, ne? Test mal aus. Ja, wenn es wirklich der Kurzmann war, dann erübrigt sich das ja mit der Ernährungsberatung, was? Ausgerechnet bei Ihnen. Es langt. Raus! Hubert bietet Girwitz die Breze an. Die Polizisten gehen. Staller kommt zu Riedl an den Streifenwagen. Und? Wie geht's ihm? Ja, ganz gut, glaube ich. Hat aber alles vollgeschifft.
Ja, aber da holt man doch ein Klopapier. Aber ich nicht. Der Geländewagen fährt vor. Schmiedels Frau und Felix steigen aus. So, da kommt's, Frauli. Schmiedels Frau trägt ein grünes Dirndl. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie schaut in den Kofferraum. Mei, danke, dass Sie die Sau erwischt haben. Ja, für uns überhaupt kein Problem. Aus dem Geländewagen hebt Felix das Dienstradl. Staller setzt das Ferkel dort hinein. Das ist ja mein Radl. Ja, das haben wir einer mitgebracht. Servus, Felix. Geht's wieder? Ja, super. Wieso hast du die Sau von Meier umgebracht? Ja, weil er meinen Vater verprügelt hat. Aber ich habe mich auch schon längst entschuldigt. Und ich hab's Zeit. Wieder schauen. Hubert und Staller fahren vom Parkplatz. Auf einer Landstraße. Und? Wie lange haben wir schon? 9:56. Ich glaube, du musst einen neuen Ernährungsberater suchen. Jetzt wart's doch ab, wir sind ja noch gar nicht da. Prüfend lugt Girwitz aus seinem Büro in den Vorraum. Er schließt die Tür, setzt sich an den Schreibtisch und zieht lächelnd eine Schublade auf. Darin etliche Waffelriegel. Er holt einen davon heraus, öffnet ihn und beißt genüsslich hinein. Der Streifenwagen hält vor dem Schmiedelhof. Und? 12 Minuten. Vielleicht doch ein bisschen knapp für einen Schmiedel. Es ist ein Felix, der Kurzmann. Im Verhörraum sitzt der den Polizisten gegenüber. Ja, und das ist ganz sicher. Hubert telefoniert. Okay. Danke. So, das war die Pathologin. Der Schmiedel ist tatsächlich mit einer von ihren Pfannen erschlagen worden. Das kann nicht sein. Aber doch nicht mit der, wo wir die Nüsse geröstet haben. Ich hab keine Ahnung. Ich möchte es ja gar nicht wissen. Ich hab doch den Schmiedel nicht umgebracht. Doch. Sie wollten die Maria für sich allein haben und dann Teflonpfanne und gib ihm. Ja, und ich bin auch so blöd und hab die Pfanne wieder mit nach Hause genommen, ja? Stimmt, ob sie da recht. Na, vielleicht ist er wirklich so blöd. Da will mir doch jemand was anhängen. Sie haben Ihre Ernährungsberatung am Mordtag eine Viertelstunde früher abgebrochen. Ja, und? Ja, damit ist Ihr Alibi hinfällig, weil eine Viertelstunde später war der Schmiedel tot. Und in 12 Minuten hätten Sie das locker geschafft mit dem Auto. Ja, aber ich hab doch gar keinen Führerschein. Im Fuhrraum legt Lena den Hörer auf. Dankeschön. Tschüss. Kurzmann hat die Wahrheit gesagt. Der hat keinen Führerschein. Siehst du, da kommt er gar nicht in Frage. Du, vielleicht hat er Taxi genommen? Oder ist schwarz gefahren mit dem Auto? Na, bitte nicht. Doch, ich check das mal. Sie tippt auf die Tasten des Telefons. Staller geht. Im Dienstzimmer blickt er auf seinen Bildschirm, darauf eine Suchmaske. Das gibt's doch nicht. Der Kurzmann ist echt der einzige Ernährungscoach da in der Gegend. Was soll ich jetzt machen? Er schaut halt im Internet. Okay, so ein Schmarrn, so ein Ernährungscoach, der geht doch ganz anders auf dich ein. Der Kurzmann hat kein Taxi genommen. Oh, danke, Lena. Ah, hallo, Frau Fuchs. Ja, das ist ja schön. Na, mir geht's gut. Hansi, glaube ich, auch. Lena grinst. Ja? Sie sitzt echt? Auf der Schreibtischkante. Okay. Dann ciao. Also, auf dem blutigen Hemd von Felix waren Antibiotika-Rückstände. Wie das tote Schwein von Meier hat Antibiotika bekommen? Wie schaut's da aus? Der hat sie doch so wichtig mit seinen Bio-Würstel. Der Schmiedl hat ja behauptet, dass der Meier betrügt. Ach so? Ja. Wahrscheinlich hat er gewusst, dass der seine Viecher mit Antibiotika fordert und hat ihn damit erpresst. Deshalb die 10.000 Euro. In einer Scheune voller Heuballen steht Meier den Ermittlern gegenüber. Herrschaft, wie oft denn noch? Ich hab mit dem Mord nichts zum Tor. Außerdem hab ich ein Alibi. Ja, von der Ehefrau. Ich hab euch alles gesagt. Ein Bohrbericht sagt was anderes. Im Blut von der toten Sau, da waren nämlich Antibiotikumsrückstände. Und was hat jetzt das mit dem Mord zum Tor? Kann das sein, dass sie ihre ganzen Schweine mit Antibiotikum fordern? Deswegen hat sie nicht mit der Schmiedel erpresst. Daher die 10.000 Euro. Okay, so ein Blödsinn. Wie kommt dann das Antibiotikum in die Schweine rein? Die Sau war krank und ich hab's damit behandelt. Deswegen war sie ja nicht zur Zucht freigeben, so lang, bis das Zeug abgebaut ist. Ein Bioschwein darf überhaupt kein Antibiotikum nehmen. Ist alles legal, solange es bloß einmal eingesetzt wird. Was war das für eine ominöse Krankheit? Atemwegsinfektion. Okay, dann lassen wir die Sau jetzt obduzieren. Das geht leider nicht mehr. Wieso? Weil die Sau schon vom Tierentsorger abgeholt worden ist. Genervt wendet Hubert den Blick ab. Hi, Lena hier. Du, die Aussage von dem Meier ist richtig. Von dem Schwein existiert nur noch Asche. Ciao. Aha. Das ist natürlich blöd. Gut, danke.
Vor Meyers Haus wirft Staller das Funkgerät in den Streifenwagen. Von dem Schwein ist nichts mehr übrig. Ja, die haben es verbrannt. Friede seiner Asche. Und was ist, wenn der doch generell Antibiotika füttert? Also trotz Bio? Ja, was soll dann sein? Ja, dann ist Betrug. Aber das muss beweisen, Hans. Ja, ja. Und passt bloß auf. Staller geht links ums Haus. Von rechts kommt Meier. Hubert eilt auf ihn zu. Seid ihr selber noch da? Ja, Herr Meier, ich habe mal eine Frage. Wo ist denn der Kollege? Der ist beim Bisseln. Nein, es geht um Ihre Bio-Würstel. Ist da ein Haufen Cholesterin dabei? Was ist jetzt das für eine Frage? Ja, es ist nur, weil der Kollege vertragt ganz schlechtes Cholesterin. In einem Schweinepferch? Gibt's ihm ein bisschen was ab? Bückt sich Staller mit einem Tuch nach unten. Auf jeden Fall sind meine Würstel gesund. Meine Seigerung bloß das beste Biofutter. Dann ist ja alles super. Hans, wir müssen los. Meier blickt skeptisch. Staller nähert sich. So, ein bisschen Futter für die Frau Dr. Fuchs. Willst du die zudem? Die Polizisten steigen in den Wagen. In der Rechtsmedizin. Sie hatten recht. Fuchs. Ich habe Rückstände von einem Antibiotikum der Gruppe der Fluorquinolone gefunden. Was heißt das? Naja, ich habe jetzt mal die Futterreste mit der Blutprobe von der Jacke des Jungen abgeglichen und es ist das Gleiche. Also nichts krank. Das heißt, alle Schweine kriegen da das Medikament ins Futter. Nein, das hat der Schmiedl gewusst und damit hat er den Meier erpresst. Das sollten Sie dem Amt melden. Das machen wir, aber erst müssen wir den Schmiedl überführen. Hab's eine Idee. Oh Gott. Yassid schlendert in einen Kuhstall. Geht's, ne? Im Streifenwagen sitzen die Ermittler mit einem Parabolmikrofon. Grüß Gott. Im Kuhstall. Grüß Gott. Haben Sie sich verlaufen? Ich bin der Freund vom Schmiedl, Josef. Ja, und? Ich kenne mich aus. Ha? Stichwort Antibiotika. Das war einer 10.000 Euro wert, dass der Josef's Maul hält. Verstehe jetzt nicht, von was Sie reden. Dann muss ich ein bisschen deutlicher werden, ja? Sie füttern Ihre Schweindel Antibiotika, richtig? Ja, und was wollen Sie jetzt da von mir? Geld. Sonst gehe ich nämlich zum Amt und dann können Sie die Bude dann gleich zusperren. 20.000. Es ist einer völlig verrückt. Das sollte es Ihnen schon wert sein, dass ich niemandem sage, dass Sie einen Josef umgebracht haben. Ich hab doch damit nichts zum Tor. Von wegen. Ich hab mir schon erzählt von eurer Streiterei. Im Streifenwagen. Hubert und Staller mit Kopfhörern. Er sagt nichts. Was sagst du? Der Yassid, der sagt gar nichts. Ich höre auch nichts. Die Polizisten nehmen die Kopfhörer ab und verlassen das Auto, das auf einer Scheunenauffahrt steht. Im Stall. Herumgeschlichen ist er bei mir, weil er mal neidisch war auf meinen Erfolg. Der hat den Hals noch nie Erfolg kriegen können. Aber deswegen bringe ich doch keinen um. 20.000. Lass mich doch nicht mehr erpressen. Halt! Das brauchen Sie nicht, Sie sind verhaftet. Ja, da bist du ja endlich. Entschuldige, ich muss erwarten, bis er gesteht, oder? Ich hab dem Schmiedl nichts gemacht. Ja, das wäre schön. Meier wird von Staller zum Streifenwagen geführt. In einem Kombi fährt seine Frau vor. Du hältst aber echt gar nichts mehr aus. Hey, was heißt, ich halt da gar nichts mehr aus? Der hat mich fast umgebracht, der Typ. So ein Schmarrn. Sie steigt aus. Was ist denn da los? Nix, ihr Mann, der steht leider unter Mordverdacht. Alles halb so ruhig. Das kann nicht sein. Doch. Sie können meinen Mann doch nicht einfach mitnehmen. Doch, das kann er. Ich fahr mit. Was? Im Kombi ein Flyer von Kurzmann. Ah, den Sie auch Ernährung umstellen. Was? Ja, wegen dem Flyer. Den habe ich irgendwo eingesteckt. Im Kombi greift Meyers Frau nach einer Handtasche und geht an den Polizisten vorbei zum Streifenwagen. Staller blickt nachdenklich. Ja, Sieb, kann ich bei dir mitfahren? Beifahrerseite jederzeit, bitteschön. Sag mal, was ist jetzt los? Ich muss noch was klären. Er dreht sich zu Yassids Transporter. Hubert geht zum Streifenwagen. Im Verhörraum sitzen die Meyers Hubert gegenüber. Jetzt nur einmal, ich habe ein Alibi. Ja, ja, das haben wir schon gesagt, aber das ist von der Ehefrau. Der Transporter hält vor Kurzmanns Haus. Im Auto schnallt sich Staller ab. Warst du schnell? Ja, mach ich. Ich hab's gleich. Er steigt aus. Von der Ablage nimmt Yassid eine Zigarette, steckt sie sich in den Mund und zündet sie mit einem Feuerzeug an. Staller und Kurzmann eilen zum Wagen. Staller öffnet die Beifahrertür. Dicker Rauch quillt heraus. So. Einsteigen. Boah, ich bin nicht Raucher. Ja, die Zeit haben wir nicht. Staller schiebt seinen Coach ins Auto und steigt auch ein. Im Verhörraum. Ohne Anwalt sage ich gar nichts mehr. Staller kommt. Sie entschuldige, ging nicht schneller. Herr Kurzmann, kennen Sie die Dame? Ja, sicher. Sie war gestern früh bei mir und hat sich überlegt, ob sie einen Kochkurs bei mir macht. Ja, und bei der Gelegenheit haben Sie gleich die Bratpfanne bei einem deponiert. Na. Und deshalb soll ich jetzt. Herr Kurzmann, warten Sie vielleicht draußen. Ich komme gleich.
Ja, Frau Meier, wir haben einen Fingerabdruck auf der Pfanne gefunden. Hubert nickt Staller zu. Und die Rechtsmedizin ist sich sicher, dass der von Ihnen ist. Ja, der Schmidl hat sie erpresst, da haben sie ihn umgebracht. Meier schaut zu seiner Frau. Karin. Ja, was hätte denn da sollen? Der Schmidl wollte uns ruinieren und alles am Amt melden. Sie senkt den Blick. Bin ich mit Durchdraht. Und haben ihm die Pfanne über den Schädel gezogen. Ja. Ihr habt das doch bloß für uns gemacht. Auf der Kaffeeterrasse vor der Bäckerei Rattlinger sitzt Staller vor einem Salatteller. Barbara bringt Hubert eine Leberkassemmel. So, und einmal tot durch Cholesterin fern. Hupsi. Also Hansi, ich muss dich wirklich bewundern, wie du das durchziehst. Sie setzt sich. Ich bin selber überrascht. Also von mir jetzt. Ja, da kannst du ruhig mein Beispiel am Hansi nehmen. Sicher nicht. Staller? Er lauscht ins Handy. Was? Wie, echt jetzt? Aha, danke. Er lässt das Handy sinken. Barbara lehnt sich vor. Was ist denn los? Die haben die Blutproben verwechselt im Krankenhaus. Und das heißt? Staller lächelt. Ich bin gesund. Wieso hat's sich dann zusammengehauen? Sein Lächeln verschwindet. Ach du Scheiße, das hab ich gar nicht gefragt. Er greift nach Huberts Leberkassemmel.